Hallo, ihr Lieben. Wollen wir jetzt noch mal in die Meditation gehen? Ich möchte gerne mit euch in einer Meditation für das Herz gehen, weil ich glaube, dass in dieser Zeit dieses warme, strahlende Herz einfach vom Gefühl her genau das ist, was uns wunderbar jetzt durch diese Zeit tragen kann. Also dann. So wie immer eine gerade Haltung finden im Sitzen. Wenn es unbequem ist zu sitzen, kommt ihr natürlich auch in die Rückenlage. Spüren zunächst den Atem. Und kommen mit dem Atem zur Ruhe. Vielleicht erlaubt ihr, dass der Atem in der Kehle ganz leise hörbar werden darf. Wie ein inneres Rauschen. Wie Meereswellen, die rauschen. Wir hören dem Atem zu, hören weniger nach draußen, lauschen nach innen. Erlauben, dass das leise Geräusch, das durch den Atem entsteht, unsere Aufmerksamkeit finden darf. Uns wegführt von all dem Äußeren und Anderen und uns auf einem ganz kurzen und einfachen Weg hineingleiten lässt in eine natürliche innere Sammlung. Jedes Ein und Aus ist wie ein Glattstreichen. Alles Aufgewühlte, alles Unruhige wird besänftigt, in den Ausgleich gebracht. So wie die Spuren am Strand durch das darüber gleitende Wasser glatt gestrichen werden, wirkt auch der Atem auf uns ausgleichend, besänftigend, macht alles ebenmäßig. Das ohnehin schon leise Geräusch in der Kehle mag noch leiser werden und womöglich auch vergehen. Lenken den zarten und geräuschlosen Atem in den Raum des Herzens und erlauben, dass der Atem das fühlende Herz ansprechen darf. Erinnern darf an seine Natur. Und als Sinnbild
für jegliche Herzenskräfte können in diesem Moment sowohl ein Licht vorgestellt werden, als auch ein feiner Klang oder ein wunderschöner Duft wie Rosenduft. Erlauben, dass das Herz seine Strahlkraft, seinen Klang verbreiten darf, ausdehnen darf. Und zwar genauso mühelos, wie eine geöffnete Blüte ihren Duft verströmt. Vollkommen anstrengungslos, weil es dem Herzen so entspricht. Liebevolle Wärme auszustrahlen, zu verschenken, zu verströmen, als wäre das Herz wie eine kleine Sonne. Zunächst wird die Herzenswärme uns selbst zugutekommen, durchdringt den Körper und das Gemüt, durchdringt den Geist, erfüllt uns und lässt uns ganz darin aufgehen. Liebevolle Wärme, Wohlwollen und Freundlichkeit, Güte und Verständnis, Mitgefühl, Großzügigkeit und Dankbarkeit, Wertschätzung für sich selbst. Und wenn ein Hilfsmittel notwendig ist, kann einige Male auch im Herzen der Gedanke wiederholt werden. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Ich erlaube, dass die Sonne meines Herzens mich überall berühren darf. Jede Körperzelle stellt sich auf die Frequenz des Herzens ein. Die Seele atmet auf. Der Geist erkennt sich selbst in der Ausstrahlung des Herzens. Indem wir in der Wahrnehmung des Herzenslichtes bleiben, dehnt sich das Licht immer noch weiter aus, zu allen Seiten, schafft eine wunderbare Sphäre. Ganz
vom Licht durchdrungen, erlauben wir, dass eine besondere Herzenseigenschaft hervortreten darf und bewusst werden darf. Die Herzenskraft der Freundschaft. Das Gefühl des freundschaftlichen und freundlichen Verbundenseins mit all den anderen Menschen, aber auch mit der Natur, mit den Tieren und Pflanzen. Eine freundschaftliche Verbundenheit, die uns wie Lichtfäden miteinander verbindet und die erlaubt, dass Güte und Wärme, Freundlichkeit fließen darf, von Herz zu Herz. Während die Sonne des Herzens weiter unaufhörlich strahlt, in Kontakt gehen mit einzelnen Personen. Und spüren, wie sich die Herzensverbindung zu diesem und diesem Menschen anfühlt. Ein Geben und Nehmen. Ein ständiges Fließen, ein lebendiges, strahlendes Netzwerk, das uns alle miteinander verbindet. Jeder ist in seiner Strahlkraft. Vollkommen frei und einzigartig und dennoch ein unverzichtbarer Bestandteil von allem. Die Menschen, mit denen wir in freundschaftlicher, freundlicher oder liebevoller Verbindung stehen, stehen wiederum mit anderen Menschen in liebevoller Verbindung, in Freundschaft und geben ihre Herzenswärme ihrerseits weiter. Und so breitet sich das Licht des Herzens immer noch weiter aus. Wir bekommen immer deutlicher ein Gefühl davon, uns in einer Menschenfamilie zu befinden, zusammengehörig. Jeder Mensch ein Wesen, das versehen ist mit der Möglichkeit, seine Herzenssonne strahlen zu lassen, dem einem oder anderen Menschen gegenüber, sich liebevoll verbunden zu fühlen. So können wir die ganze Erde in Licht getaucht sehen. Herzliche Wärme, die fließt von einem zum nächsten, von einem zum nächsten und weiter und weiter und den ganzen Globus umspannt.
dieses Bild von der lichtumzogenen Erde können wir als ein Herzensbild im Herzen aufnehmen, als ein für möglich halten, ein Gefühl. Ich bin Teil von einem wunderbaren Netzwerk, das Liebe fließen lässt, von Mensch zu Mensch. Die Wahrnehmung von einem Selbst lichtvoll durchströmt zu sein, die Verbindung zu den lieben Mitmenschen und das Bild von der strahlenden Erde nun möglichst bewahren. Es darf uns zur Gewohnheit werden, uns so zu fühlen. Keine Ausnahme, sondern die Regel. Und Strahlen zu erleben, im Miteinander zu erleben und uns auf einem Planeten befindlich zu fühlen, der wie in Licht getaucht ist. In das Licht unsere Zwischenmenschlichkeit. Auf dieser Erde möchte ich leben. Dies ermöglicht, sich selbst so zu erfahren. Lächelnd. Nun etwas tiefer atmen. Kommen langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung, so wie es angenehm ist. Sich regeln und strecken. Vielleicht Freude wahrnehmen darüber, sich selbst so zu fühlen, liebevoll, offen, strahlend, im Miteinander und auf einer wunderschönen Erde. Ich danke euch. Wir teilen dieses Miteinander, auch wenn wir nicht körperlich nah sind, wenn wir nicht gemeinsam zeitgleich praktizieren. Aber zeitversetzt können wir praktizieren und das macht ja auch Freude. Also ich habe auch Freude daran, das mit euch zu teilen und bitte teilt mir auch mit, wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, worauf ich eingehen darf. Und wünsche ich euch in allem jetzt eine gute Ausrichtung, dass ihr einfach immer schön den Blick klar behaltet für das, wofür man dankbar sein kann, worüber man sich freuen kann, was uns verbindet mit den Mitmenschen und voller Zuversicht voranzuschreiten. Dann Namaste. Ich sehe das Licht des Allerhöchsten in euch leuchten und wunderbare Entwicklung ermöglichen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.